da war. Ja, ja, genau, ich weiß, wer das ist. Ja. Okay, wir fangen an. Hoch. Die Handgelenke, die fallen so runter. Also bitte nicht so machen, sondern richtig schön gerade Handgelenke. Wie alt ist sie eigentlich? Oh, die ist auch schon hoch in die 70, ne? Ja. Wenn die vielleicht schon sogar 80, nehme ich an. Also das auf jeden Fall. Genau. Nee. Unter? So, Schulter zurück und wir ziehen auseinander. Und zusammenschieben. Was getrunken habe gestern. Mitte! Das gleiche nochmal. Auseinanderziehen. Dann war es nur ein Schnaps. Ja. Unser Besäufnis. Ein Schnaps. Und zusammenschieben. Wir gehen schön rum. Dann nehmen wir den Stab eng, Ellbogen schön eng, also hier schön. Und dann nur. Locker. Wir kreisen die Schulter.
Und dann geht der Stab mit hoch. Richtig schön kreisen, Schulter nach hinten. Und nach vorne und dann geht der Stab runter. Und wieder hoch. Und runter. Und wieder vor. Boah, das geht runterklappern. So, das hab ich gestern nämlich schon gemacht. Mir tut alles weh. Jetzt merke ich das. Ja, das ist anstrengend. Morgen werdet ihr es merken. Ich dachte. Und dann erst rum. Und einfach so kreisen. Steht mal nicht so steif, mach mal ein bisschen Bewegung. Sonne, Sonne. Wo ist die Sonne? Die hat sich irgendwie versteckt hinter den Wolken. Also wenn du die Musik hörst, dann ist doch Sonne im Herzen. Und andere Richtung. Aber nicht vergessen, die Schulter zu kreisen vor lauter Hüfte. Mondo, Mondo, yeah. Aber schön Musik hast du. Okay, Stab nochmal nach oben. Und jetzt Hüfte kreisen und ihr deckt Oberkörper, also das ist immer so. Also wenn ihr mit dem Popo hinten seid, dann sind die Arme vorne. Andersrum. Und eng zum Bauchnabel. Richtig schön eng am Körper ziehen und zum Bauchnabel. Die Position bleibt die gleiche. Arme hoch. Wieder locker. Wir nehmen den Stab nach hinten.
die untere hält nur dagegen. Und halten, 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 halten. Und jetzt die untere Hand. Nach unten oder oben, die untere? Die untere zieht jetzt nach unten. Und jetzt ziehen beide. Und jetzt schieben wir zusammen. Ne, also richtig schön von oben und unten nach innen schieben, als wenn ihr den Stab zusammenschieben wollt. Okay, andere Seite. Womit fangen wir an? Habt ihr aufgepasst? Ja, nach oben ziehen. Sehr gut. Gleich und nach unten. Beide Hände auseinander. Und schieben. Und locker. Den Stab auf die Matte, wichtig, damit er nicht wegrutscht. Und dann schön gerade durchgestreckte Knie. Und gerade Rücken. Schulterblätter drücken nach innen. Und jetzt geht ihr ein kleines Stück nach vorne. Nicht mit den Füßen, sondern mit dem Stab. Und ihr macht euch ein bisschen länger. Und ihr habt dann noch eine größere Dehnung. Immer schön hin und her schieben. Und auch das Gewicht verlagern von den Beinen. Also nicht nur den Stab hin und her schieben, sondern auch Gewicht der Beine verlagern. Und jetzt kreisen. Wenn ihr nach hinten geht, geht der Oberkörper nach hinten. Und wenn ihr nach vorne geht, so.